ich liebe natürlich Trash-TV. Privat ist die Zucker. Da hast du mir am Telefon was ganz anderes erzählt. Fragen über Fragen. Die ist psychisch gestört. Du bist kaputt im Kopf. Alter, wie dumm bist du? Schluss mit Harmonie. Hier sind Elena Miras und Heidi Klum. Ich bin raus. Aus dem Weg, das Dschungelcamp kommt. Das war das einzige Mal in meinem Leben, wo ich sagen kann, das war schon Liebe auf den ersten Blick so. Mikes Gedanken, als er sich zum ersten Mal im Spiegel gesehen hat, aber er konnte es moralisch nicht vertreten, dass er sich unsterblich in seinen Zwillingsbruder verliebt hat. Was denkt Frank beim Blick in den Spiegel? Lege deine Fresse aus der Kamera! Kann man natürlich so machen. Ui, Sonjas Oberteil passt auch wirklich perfekt heute zu den Gästen. Ein Albtraum komplett aus Plastik. Ich habe da nie so Bock drauf auf so bescheuerte Ausreden. Da die Wände hier relativ dünn sind, habe ich ja auch einiges von draußen gehört. Wenn du verkackt hast, hast du verkackt. Alles klar, da brauchst du kein Mitleid zu suchen. Labern jetzt irgend so eine Kacke und sagt, ah, scheiße. Ja, aber come on, wären wir so, hätten wir, glaube ich, alle geweint nach diesem furchtbaren Gekreisch. Sowas wie Mitleid kennt unser Frank halt auch nur vom Gesichtsausdruck seiner Bankberaterin, wenn sie ihm seinen Kontoauszug reicht. Bist du selbstkritisch, ne? Das hat damit recht wenig zu tun. Mein Papa hat zu mir gesagt, er guckt keine Sendung mehr von mir. Die ist psychisch gestört. Meinst du? Da ist doch irgendwas im Magen. Also da kannst du mir doch nicht erzählen. Boah, da will ich mich gar nicht einmischen. So. Wir gucken ja Sendungen mit ihr und stellen fest, ihr Vater macht alles richtig. Tag 2 und Zoe hat ihren Vater schon öfters erwähnt als Dani Büchner ihren Mann. Halle, Julia! Also um die 35! Mal. Also wenn unsere Zoe psychisch gestört ist, was um Gottes Willen hat dann unser Frank? Langsam habe ich mal Hunger auf den Kuchen. 3 Sterne haben die Bewerber gewonnen. Dafür gibt's 3 Bierchen. Ja, willst du jetzt den ganzen Tag rumschmollen wegen dem Scheiß? Ich schmoll nicht drum, ich bin einfach wütend auf mich selbst. Ja, aber das ist ja noch lange nicht, dass du Bier nicht trinken darfst. Mir war es einfach schade um den Hopfen. Bier zeichnete diesen wunderbaren Körper von Frank. Sie will hier kein Bier trinken. Scheiße. Ob das sowas werden kann mit der Freundschaft zwischen Zoe und ihm? Franks Augenringe sehen jedenfalls richtig schwarz. Ein bisschen in meinen Vater hören. Was hat dein Vater damit zu tun? Alter, du hast aber echt ein Problem, ey. So you wanna start a- ich habe einfach gehofft, dass ich mit der ersten Prüfung überzeugen kann, dass er sich dann ansieht. Aber wenn er das im Fernsehen in der Werbung sieht, nie macht wieder. Er aus. Ich weiß nicht, wieso ich die Panik nicht runterschlucken konnte. Da war doch nichts Schlimmes. Unsere Sau hat offensichtlich sowas wie Vaterkomplexe und Frank sieht natürlich seine Chance kommen. Ich muss mich entschuldigen, ich sag ja auch immer, Influencer arbeiten einfach nichts. Aber hier, guck mal, während Frank und Zoe sich so richtig beefen, bereitet der Mike hier schon sein nächstes Mal Secret Placement vor. Da musst du mal weiter dran tun. Ich bin seit 6 Monaten in Therapie. Ich habe seit 2 Jahren keinen Kontakt zu meiner Mutter und zu meiner Schwester. Eine schwierige Zeit nach GNTM, sagen wir mal. Du bist aber ein schwieriges Kind, ne? Ja. Aber da scheint ja viel mehr im Argen zu liegen bei dir im Kopf als alles andere. Bist du so? Balla balla. Holly die Weife. Die ist nicht voll funktionsfähig. Irgendwelche Drähte gehören da nicht zusammen. Dumm und immer in einer Person. Und ja, alle lästern ja über das neue Konzept hier von dieser Dschungelshow. Aber der Vorteil ist natürlich, dass wir den Frank jetzt keine 2 Wochen ertragen müssen und er morgen schon wieder weg ist. Zoe hat also auch keinen Kontakt mehr zu ihrer Schwester, wie zu ihrer besten Freundin von damals. Ganz wahrscheinlich hat sie auch ihrer Schwester einfach den Typen ausgespannt. Außerdem hat meine psychologische Diagnostik ergeben, dass ich Klaustrophobie habe. Ach, jetzt hör auf, ey, du hast ja anscheinend alles. Nein. Du hast Klaustrophobie, du hast das. Du musst doch einen Grund haben, warum du so kaputt bist. Irgendwas funktioniert ja nicht richtig. Die hat schon ein schwerwiegendes Problem, ein psychisches. Wei, ey. Das ist aber nicht einfach mit dir, du. Wenn für mich das Böse einen Namen hat, heißt es... Vera! Frank! Es gibt also einen noch düstereren Ort als die Puffhalter von Willi Herren, Franks Seele. Wenn Frank weiterhin so eklig ist, braucht vielleicht auch er einfach einen Therapeuten und ich dann auch. Klar, ärgere ich mich natürlich darüber und denke mir, mein Gott, ist das eine blöde Kuh? Und dann so verkacken. Du machst dich halt so zum Deppen der Nation dann. Du bist kaputt im Kopf. Schlaft mal mit dem Kopf vor die Wand. Vielleicht geht das. Lieber nicht. Beim Bachelor André Mangold haben wir ja eindrucksvoll gesehen, was passiert, wenn man zu oft einen Ball gegen den Kopf geschleudert bekommt. Wäre Frank einfach mal bei seinem eigentlichen Traum geblieben? Er wollte ja Beauty-YouTuber werden und zeigen, wie man die perfekten Smoky Eyes hinbekommt. Er schnarcht so, wie uns eine bekannte Möbelhaussängerin singt.
Im Studio nebenan musste übrigens die Wer wird Millionär-Produktion pausieren, weil er einfach viel zu laut geschnarcht hat. Das ist viel. Das hat nötig. Also sie hat Beauty-Produkte dabei für die Haare, fürs Gesicht. Die hat halt irgendwo ein Problem. Junge, Junge, Junge. Du bist doch nicht geschminkt. Ja. Du bist doch ganz blass. Vorher, nachher. Sie dürfen sich hier in einer Dschungelshow schminken. Das ist nicht mehr mein RTL. Moment mal, das sind doch eindeutig mehr als zwei Luxusgegenstände. Hashtag Anzeige. Frank, könntest du uns vielleicht einfach mal zeigen, wo es dir genau fehlt? Aha. Lieber Frank, auf dich wartet eine besondere Überraschung. Um diese zu erhalten, muss Zoe zwei ihrer Zigaretten abgeben. Krass. Wow. Ach, das sind nur Zigaretten. Es sind ja nur zwei Zigaretten. Wir können doch nicht einfach eine Sucht stoppen. Ich raste morgen Mittag aus. Sag nie wieder, ich wäre respektlos. Nur Daniele hätte den Frank auf jeden Fall für zwei weitere Zigaretten geopfert. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke. Oh, gerne. Aber wenn einer direkt selber aufsteht, das hat aber Charakter, das Mädchen. Das ist, wow. Zwei Zigaretten. Oder wie Julia Siegel sagen würde, ein Grund zu töten. Ach. Ich liebe dich, mein Schatz, und zwar von ganzem Herzen. Da bist du mal zwei Tage im Urlaub ohne deine Familie und schon gibt's ein Video, nichts mit Erholungseffekt. Frank ist so gerührt, seine Tränensäcke sind so voll, die hängen jetzt tiefer als Willi Herren. Nein, nein. Und das heißt was. Obwohl ich gestern so, ja, was heißt nicht geschimpft, aber ich habe dir meine Meinung gesagt. Oder eigentlich sagen würdest, boah, was ist das für ein Arschloch? Und du stehst auf, gibst mir die Zigaretten. Hat deine Sicht über Zoe geändert? Jetzt? Ja, weil ich wollte sie ja nicht drin haben. Du warst wirklich meine allerletzte Wahl. Er hatte einfach gehofft, dass es sich mit ihr von selbst erledigt. Da schnell rein, schnell raus. Wie unsere Dschungelveteranin, das ja auch von Michael Wendler noch kennt. In Hürth Efferen und blicken jetzt zurück auf die legendäre Staffel 2. Hier ist Desiree Nick. Schön, dass du da bist. Grüßt euch. Und es bleibt zu hoffen, dass Desiree der Sonja nachher noch ihren Schönheitschirurgen empfiehlt. Der kann offensichtlich wirklich was. Bitte. Was bei mir in Bewerbungen unter Sonstiges steht. Ich liebe natürlich Trash TV. Ich habe wirklich noch nicht eine einzige Folge von Ich bin ein Star holt mich heraus versäumt. Ich habe zu Zoe eine ganz besondere Beziehung, denn ich finde, sie ist Hot Girl Shit. Wärst du gerne ihre Therapeutin? Ach, die müsste bei mir einziehen. Vier Wochen würden reichen. Ach, guck. Ey, du mit deiner Menschlichkeit. Wir alle, wenn Desiree Nick nicht sämtliche Kandidaten einfach völlig grundlos fertig macht. Beim Dschungelshow-Konzept schauen sie jetzt also auf die zweite Staffel zurück und da muss man wirklich sagen, Respekt, dass Desiree Nick einfach so idiotenresistent ist, wie sie damals bei Promis unter Palmen schlecht geschminkt war. Und die hat ja geschrien, als wenn sie in einem Hitchcock-Krimi unter der Dusche abgestochen wird. Also hysterical hoch 10. Ich möchte, dass sie drin bleibt. Ja, die anderen haben ja auch gesagt, sie finden Zoe ist ziemlich respektlos. Sie haben wohl erfolglos falsch ausgesprochen. Und Dr. Bob fragt sich jetzt natürlich auch, warum bin ich für so einen Quatsch so lange geflogen? Also hat das Dschungelcamp dich groß gemacht? Das kann man wohl sagen. Und ich verdanke dem Dschungelcamp unendlich viel. Ich habe sogar Fans in Dubai. Ich weiß nicht woher, die schreiben mir aber immer. Ah, okay. Das heißt, Sam Dillon und Sami Slimani sind also auch diese Re-Fans? Das finde ich so gut. Ich bin ja die Erfinderin des Zickenkrieges. Das möchte ich auch mal sagen. Ja. Der Zickenkrieg ist avanciert zu einer ganz klassischen Disziplin im Reality-TV. Der Zickenkrieg, der beliefert dem Boulevard in diesem ganzen Metier auch die Schlagzeilen. Seit Promis unter Palmen wissen wir alle, Desiree Nick steht für Esprit. Stimmt, Esprit ist ja auch einfach pleite. Die einen sagen, sie hat einfach zu viel Gossip Girl geschaut. Die anderen, sie ist einfach die Lebensversicherung für jeden Trash-TV-Produzenten. Ich kriege einen psychischen Schaden. Es ist eine Studie über die Wehleidigkeit von Männern, dieses Camp. Spielst du eine Rolle? Ich spiele hier keine Rolle! Selbstverständlich. Pisser! Immer unter der Gürtellinie. Aber du kannst nicht pissen, sagst du diesem Mann! Das Respekt zu haben! Oh, schluck es runter! Oh, Scheiße! Wie hat es geschmeckt? Zum Kotzen. Das ist eine böse Person. Das ist ganz einfach. Ich bin eine böse Person. Gut, zu diesem Zeitpunkt kannte er Dani Büchner ja noch nicht. Müssen wir ihm zugutehalten. Das Einzige, was in dieser Runde wirklich zurückhaltend ist, sind Willi Herrens transplantierte Resthärchen. Das verschmiert doch alles, Dolly, wenn du das nie abmachst. Was geht dich das an? Weil ich finde, dass so Bauernmalerei alt macht. Du provozierst mich! Ja, du das ist dein Problem, nicht meins. Wie dünn ist denn Willi Herren? Das muss wirklich Jahrzehnte her sein. Ja gut, wobei, ne, seit immerhin jetzt 17 Jahren lebt Willi Herren von der RTL
Assi-Stütze. Auch nach der zweiten Staffel wissen wir, es hat sich einfach nichts geändert. Man kannte auch damals schon fast keinen der Promis. Ich sehe, optisch ist einiges passiert seit der Staffel 2004. Ja. Krass, ich wusste wirklich nicht mehr, dass Katja Burkhardt damals im Dschungelcamp war. Wahnsinn, was für ein Unterschied so ein kleines bisschen Silikon, viel Botox und jede Menge Nutella so ausmachen. 17 Jahre später, ist da alles vergeben und vergessen oder gibt es immer noch ein bisschen böses Blut? Privat ist die Zucker. Eine reizende Person. Nein, wirklich, also, sobald die Kamera läuft, Schlange, keine Frage. Moment, da hast du mir am Telefon aber vorgestern was ganz anderes erzählt. Privat ist Willi sicher auch ein guter Schauspieler ohne Drogenprobleme. Genau. Ich habe mich ganz besonders gefreut, als ich gehört habe, ich bin mit Desiree, mit Dolly. Da habe ich auch was anderes gehört, aber gut. Ich hatte mit einem neuen Gesicht gerechnet. Sie sieht aus, wie ich sie zuletzt gesehen habe. Sie ist ganz die Alte. Und ich muss sagen, sie sieht eigentlich so aus, als wäre die Zeit stehen geblieben. Desiree, wenn du wirklich ein neues Gesicht sehen möchtest, du dann schau einfach doch mal in den Spiegel. Willi Herren, Ballermann-Sänger, angeblich ehemaliger Kokser. Und natürlich Berufspsychopath. Dieses Lippenlecken, ist das so eine Entzugsnummer? Ja, sie wurde ja auch ein bisschen, heute würde man sagen, rausgemobbt von Frau Nick. Nein, ja, nein, doch, das nein, war... Willi, die, mal ganz, war ne, ja, wir so, reden mal beide, lass mal aussprechen. Mein Gott, so viel Plastik, das könnte sie ja Tupperware spenden. Da könnten die ja eine ganze Kollektion von Klickboxen aus dem Busen machen, ne? Dolly Buster ist es 51, also einige Teile von ihr zumindest. Dolly muss sich in Acht nehmen. Zoe ist doch zu 70% Veganerin. Und ich würde mal sagen, mehr als 30% echtes Fleisch ist da ja jetzt auch nicht dran. Deswegen, Achtung, unsere Desiree holt erstmal natürlich alle Beleidigungen nach, die sie damals nicht aussprechen konnte. Und sie hat eindeutig mehr Zähne auf den Haaren als Dolly Buster an künstlichen auf dem Kopf. Frau Nick musste dann immer ihre Krallen ausfahren und immer wieder sticheln und sticheln und sticheln. Aber und ihr habt alle durchgehalten. Aber der größte Ausraster war aufgrund von Harry Weinfurt. Genau. Dass meinst er mit dir unterstellt hat, mit der Hedi ein Techtelmechtel zu haben. Ich? Wie dem auch sei. Jedenfalls hast du dich aufgeregt, weil du deiner Freundin treuer warst. Ja, bisschen. Na, irgendwie schade, dass sie bei Willi Herren nicht den Wendler-Filter anwenden. Ja. Wenn euch Desiree einfach ein bisschen zu nervig sein sollte, legt ihr einfach ein paar Hoden vor und alles ist gut. Der arme Dr. Bob überlegt auf jeden Fall gerade, ich bin ein Star, holt mich hier rauszurufen und wir hoffen alle, dass er eine gute Gage bekommt. Alter, wir werden hier richtig bekloppt. Das ist hier ein Irrenhaushalt. War gut? Im Westen geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf. Und untergeht sie immer dann, wenn Mike seinen Mund schließt und die Leute ihm gegenüber endlich ihre Sonnenbrille ablegen können. Hallo. Hi. Hallöchen. Sind das Organe? Das ist natürlich zu 70% vegan, keine Sorge. Also, eine Überraschung habe ich noch für euch. Aha. Hier sind Elena Miras und Heidi Klum. Nein, Spaß. Oh, so fies sind wir natürlich nicht. Nein, obwohl. Das anzukündigen und dann sind sie doch nicht da, das ist genauso enttäuschend, wie ein Dschungelcamp in Wales anzukündigen und dann stecken sie drei Trottel in ein Tiny House in Köln-Hürth. Das ist ja eine Straftat. Jeder von euch hat 3 Minuten Zeit, Zahlencodes zu suchen. Wir tun die gar nicht. Ja, ich versuche mir das jetzt zu denken, aber das ist halt auch nicht so mein Alltag. Dich zu beweisen. Du, genau wie bei einem Germany's Next Hobble. Wenn man Zoe im Team hat, springt wahrscheinlich kein Gewinn raus. Maximal ein Hörgerät, wenn man am Ende einfach wirklich taub ist. Ja, ein bisschen ich war schon langsam und so, aber trotzdem schnell. Ja, ja. Muss das einen Sinn ergeben? Mike ist Teamplayer, motiviert alle anderen, holt Sterne, ist immer gut gelaunt. Ja, er wäre ziemlich langweilig fürs Dschungelcamp. Sie haben 0 Sterne geholt oder wie es hier in der Dschungelshow auch heißt, es ist völlig egal. Beziehungsweise kein extra Bier. Oder es ist wahrscheinlich einfach nicht gekühlt. Oh Mann, jetzt mach nicht so traurige Gesichter. Anbei ein Symbolbild für diese sehr traurigen Gesichter. Wir hoffen alle, dass es Carsten Maschmeyer nach seiner allergischen Reaktion wieder besser geht. Aber die langen Haare stehen ihm auf jeden Fall gut. Da braucht man nicht mehr darüber zu sprechen. Wir haben einfach verkackt. Ich würde sagen, unmöglich. Such den Fehler bei dir, nicht bei mir. 4-mal Pipi, 2-mal verkackt. Ja. Und jetzt schauen wir mal, wer sich nach heutigem Stand morgen verpissen muss. Ich möchte gerne noch hier im Haus bleiben. Ich werde natürlich alles dafür tun. Ich werde auch einen Striptease hier in diesem kalten, ekelhaften Raum machen. Okay, das ist Erpressung. Aber gut, Frank, ich rufe für dich an, wenn du dich nicht ausziehst. Wie ist die Stimmung? Ja, super. Ja, super. Okay, oh, Friede, Freude, Eierkuchen. Wie kann Gott zulassen,
dass mir solche schrecklichen Dinge passieren. Der Albtraum für uns Trash-Freunde. Zoe ist wieder auf 3, Frank auf der 2 und auf der 1 der Mai. Liebe Leute, es gibt noch eine wichtige Botschaft für all diejenigen, die für den Frank angerufen haben. Mach dein Ausschuh, mach dir aus meiner Leitung raus, du Birne. Was sagt ihr nach Folge 2? Zoe muss ins Camp. Oder, wenn ihr anderer Meinung seid, akzeptiere ich nur gute Begründungen in den Kommentaren. Ich freue mich drauf. Wenn euch mein Update gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. An Tag 1 gab es den Heulkrampf von unserer Zoe. Lieber jetzt schon reinklicken. Diese schauspielerische Leistung könnte auf jeden Fall einen Oscar bekommen. Ansonsten empfehle ich euch noch auf jeden Fall die Couple Challenge. Die ganze Folge der Dschungelshow verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Viel Spaß mit allem und bis ganz bald. Ciao.